Deutscher Hip-Hop ist im Laufe der Zeit immer wieder durch verschiedene Höhen und Tiefen gegangen. Es wird Zeit, auf die Entwicklung seit 2002 zurückzublicken und zu beurteilen, welches Jahr das beste für Deutschrap-Fans gewesen ist. Lasst uns die Zeitreise starten. Ja, das Leben meint es gut, eng mit Brüdern jeden Tag, eine Molle in mein Mark und hab Shorty in mein Arm. Als Deutschrap-Fan bekommt man 2022 leider nur wenig geboten. Ehemals respektierte Künstler enttäuschen, und die einzigen guten Alben sind gar keine Alben, sondern EPs. Songs über 3 Minuten sind seltener geworden als ein Abend, an dem Tilo keine Drogen nimmt. Nicht nur die Hörerschaft hat kaum noch Bock auf Deutschrap. Auch Deutschrapper haben bereits jeden erdenklichen Song aus den 2000ern gesampelt und machen jetzt lieber Techno. Die Zukunft von Deutschrap dürfte also wild sein, wenn es sich nochmal neu erfinden möchte. Warum rapp ich nur von... Der schlimme Zustand der Deutschrap-Szene ruft in diesem Jahr einen Superhelden wach, der die Szene zwar nicht rettet, aber immerhin unterhält. Deutschrap ist mittlerweile komplett in der Popmusik angekommen, und die härtesten Beefs des Jahres sind Manuelsen gegen Willi will's wissen, Munichris Busters gegen die Hälfte der Szene, sowie Mois gegen den guten Geschmack. Einstecken muss auch Enno, der von nun an sinnbildlich für die Kleptomanie von Deutschrappern steht. Die etablierten Rapper veröffentlichen dieses Jahr nur Singles statt eines neuen Albums und überlassen anderen die Bühne. Immerhin kommt Hafti Abi wieder. Stimme drückt. Deutschrap ist in diesem Jahr wie Sodom und Gomorra, in dem so einiges untergeht. Agro Berlin schließt etwa überraschend seine Pforten, nachdem man nicht mehr Flairs Diss-Tracks gegen Selfmade verantworten möchte. Dass du mich disst, ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Die Deutschrap-Szene leidet unter der Download-Krise, die derart schlimm ist, dass Hatar einen Geldtransporter ausraubt und in den Irak flieht, wo er gefoltert wird. Klingt schlimm, allerdings nicht ganz so schlimm wie CCN 2. Rückblickend betrachtet ein madiges Jahr. Da JBG 1 und ZHT 3 in dieser Zeit entstanden sind, ist es aber nicht das schlechteste Jahr für Deutschrap. Sie machen Fototaschen, Pflanzen, aber Apache bleibt gleich. In diesem Jahr ist deutscher Rap am Peak seiner Popularität angelangt, was natürlich komplett ohne fremde Hilfe gelungen ist. Shindy feiert nach seiner Flucht vor Arafat ein gelungenes Comeback, was Bushido eher mittelmäßig gelingt. Zwar wird Ronin im Moment zu einem festen Begriff im Duden, das Album enttäuscht aber alle Erwartungen, nachdem davor massenweise Sarg-Emojis verbreitet wurden. Kollabo-Partner Animus sieht sich zuvor in einem Konflikt mit Ex-Kumpel Manuelsen, welcher ihn ins Land der Träume schickt. Aber auch Bushido wird attackiert, wenn auch nur mit Worten, und von nun an aus unerklärlichen Gründen mit einem Fußballverein assoziiert. Kollega erlebt nach einem Kokainrückfall eine schlimme Psychose, was ihm ein denkwürdiges Jahr verpasst. Kapital bricht seit seinem Bushido-Weggang gleich mehrere Rekorde, nachdem er seine Songs von nun an von seinem 3-jährigen Sohn schreiben und produzieren lässt. Sein Erfolg währt allerdings nur so lange, bis ein Typ erscheint, der wie eine Mischung aus Nusret und Bülent Ceylan daherkommt. Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt. 2010 ist das Jahr, in dem der durchschnittliche heutige Deutschrap-Fan geboren wurde. Vermutlich gezeugt im Kino zu Zeiten ändern dich. Aus der Asche, die im letzten Jahr gesät wurde, gedeiht langsam wieder etwas Neues, und einige Debütalben von heute erfolgreichen Künstlern erscheinen. Auch wenn manche für ihr Album etwas länger gebraucht haben. Von den Newcomern kann aber lediglich einer für einen Hype in diesem Jahr sorgen. Steige aus dem Bett. Deutsche Rapper versuchen sich vermehrt an Hits. Manche gehen eher in die Hose, andere avancieren aber später zu wahren Klassikern. Deutschrap auf Elektrobeat, ich rauch auch auf Techno. Es wird Zeit für die Haier. Von höchst in die Echo lieb, Crack und Speed, Netzwerk Speed, check jetzt Visa. Du hast das falsch verstanden, Kleiner. Am VIP kein Visa. Haia, sprich mir nach, Haia. Ihr seid alle Scheiße, ich baller mit der Rifle, okay. In diesem Jahr wird eines der legendärsten Deutschrap-Labels aller Zeiten gegründet. Der damals noch Skater-Frisur tragende Casper bringt mit XOXO den Sound für pubertierende Tumblr-Nutzerinnen und holt Deutschrap langsam wieder aus dem Verkaufsloch. Währenddessen schließen Bushido und Sido wieder Frieden,
woraus ein absolut mittelmäßiges Album entsteht. Sido wurde zuvor von einem gewissen Farid Bang in einem Diss angegriffen, wobei Farid viel mehr Aufmerksamkeit durch seine Wortspiele erlangen kann. Kollega bekommt für den Titel seines eher weniger bosshaften Albums Gegenwind von Savage-Fans, die darin ein Plagiat sehen. Ein gewisser Julians Blog erhält für seine Rap-Analysen erstmals Aufmerksamkeit, verwehrt Haftbefehl eine erfolgreiche Karriere und erleuchtet deutsche Rap-Hörer, sodass Double Time zu den neuen vier Rap-Elementen gehört. Mutter, Ficker, das ist Coca-Musik. Ich komm mit Zidigan und sorg für den Tod aller Krieg, so wie Omaha Beach. Step in den Club, aber Nase, eine Bett und deine Monatsverdienst. Komm und hole dich bei Nacht aus deiner spießigen Doppelhaushälfte. Du siehst nur noch, den sich schließt im Koffer auf der Gang. Mehr Tagestiefen wieder, Sonnenaufgänge, nur noch kurz ein auf die zählende Shotgun auf Ende. Es ist meine Stadt, mein Gesicht, du musst den Platz nach Hause gehen, ab jetzt ist es Hardcore, du Opfer. Vor 20 Jahren befindet sich deutschsprachiger Gangster-Rap erst im Aufbau. Die meisten Menschen zu der Zeit verbinden Deutschrap mit den hippen Jungs von Fanta 4, und Bushido klingt für sie wie eine japanische Automarke. Dieser gebärt mit seinem Debütalbum 80% der darauf folgenden Straßenrapper, und Agro Berlin kann erste Erfolge verbuchen. Der erfolgreichste Deutschrapper des Jahres ist allerdings Newcomer und Savage-Schützling Echo Fresh. Während andere die ersten Interviews auf Viva bekommen, peilen Echo und Savage das nächste Level an. Einen großen Applaus für Echo Fresh featuring Cool Savage. Wir haben einen Superstar, ich bin's. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. In diesem Jahr muss sich Agro Berlin bereits von Bushido trennen. Betonung auf muss. Der richtige Hype für das Label soll aber erst noch kommen, und zwar durch denjenigen, der 80% der darauf folgenden Massenrapper gebärt und eine gehörige Abreibung von Azad bekommt. Azad ist ein Hund, Azad ist ein Hund, die Hunde. Bushido gründet währenddessen sein eigenes Label, setzt mit Elektro-Ghetto zum Gegenschlag an und beginnt seine Tradition, nicht mehr die Texte zu schreiben. Inmitten dieses aufkommenden Beefs befindet sich Echo, der schlichtweg alle disst, sogar deine Oma, und damit nach seinem Verbrechen an der Menschheit wieder zur Besinnung kommt. Leider führt das auch zur Trennung des Traumpaares des Jahres. Sommergewitter am Main Block, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Deutschrap ist 2021 weiterhin in einem schwierigen Zustand. Allerdings danken unsere Ohren dafür, dass so manche Rapper mit ihrem nächsten Album warten. Im Vergleich zum Vorjahr und Folgejahr bekommt man so einige Alben von nennenswerten Größen geboten. Farid Bang entschuldigt sich für sein Missgeschick und veröffentlicht als Wiedergutmachung ein weiteres Album, das überraschend gut ist. Leider bekommen wir keine Wiedergutmachung für Shirin David. Zwar kommen ähnlich viele Belästigungsvorwürfe wie gute Alben heraus, aber ein derart solides Deutschrap-Jahr werden wir wohl kaum noch erleben. Ja, Sonne beim Flavor, Solarium Flow. Zur Hilfe hast du deine Kameraden geholt. Jungs, schaut mir in die Kerbe, sagt mir jetzt, wer sprayt da. In diesem Jahr kommt ein wahrer Klassiker heraus, der uns einige Pulitzer-preiswürdige Zeilen beschert. Erst guter Junge steigt dabei trotz mangelnder Talente zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Agro auf, welches im Endeffekt aber für zwei legendäre Alben in diesem Jahr sorgt. Beide Labels stehen unter Beschuss des neu aufkommenden Berliner Labels Schockmusik, das sich aber nach einem höflichen Rat Arafats lieber auf Agro konzentriert. Gleichzeitig wird Echo wiederbelebt und ist auf einmal cool. Anscheinend existieren Wunder. Zwei Untergrundlegenden bringen ihr Debütalbum heraus. Beide sind heute, nun ja, nicht mehr aktiv. Ansonsten boomt der Klingeltonmarkt und auch Deutschrap findet hier natürlich seinen Platz, um der jungen Käuferschaft durch Abzock-Abos das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie würde das wohl heute aussehen? Jetzt neu im Tanga Spar-Abo. Hol dir diese kultigen Deutschrap-Sounds auf dein Handy. Für Bronson! Sende die 1 für Fanboy! Sende die 2 für Sende die 3 für du kleiner Hurensohn! Sende die 4 für Black Batman, du Hund! Sende die 5 für Sende die 6 als SMS an die 069-187-385. Ich bin voll Gott, Didi Wally, Präsident Sweet Horn, so wie Kobe. Deutschrap hat in diesem Jahr so einige Negativrekorde zu verzeichnen. Nicht nur wurde das bis dato schlechteste Kollega-Album in dem Jahr veröffentlicht, nachdem mit Fanpost 2 die Messlatte eigentlich schon am Boden war. Zudem bekamen wir den schlechtesten Diss-Track aller Zeiten, Außerdem gab es den schlechtesten Boxinhalt aller Zeiten, sowie, was am schlimmsten von allem ist, das Album von Sinan G. Was denkst du, wofür das G in meinem Namen steht? Gay! Junge Talente wie Kapital, Nimo, UFO, Sixten oder die KMN-Gang stürmen die Szene, während Deutschrap sich ab diesem Jahr zur Popmusik wandelt und die Charts immer mehr einnimmt.
Im Endeffekt wurde das Jahr aber von Flair dominiert. Album des Jahres, viele Anwärter, die sich aber einer EP geschlagen geben müssen. Kollege ist gekleidet, so wie die von Cobra 11. Song des Jahres, eindeutig von Flair, auch wenn der Fußfetisch-Song von Savage eine ganze Generation sexuell neu orientierte. Interview des Jahres, gar keine Frage. Mit Massiv betritt eine neue Deutschrap-Hoffnung den Markt. Denkt man jedenfalls, bis Tony D sein erstes Album veröffentlicht. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Nur noch 100 Meters! Bushido stellt in diesem Jahr so einige Rekorde auf, nicht nur was Verkäufe anbelangt, sondern auch Abmahnungen gegen Fans. Culture Candela erobern die Charts mit ihrem Hit, währenddessen erregen KIZ kontroverse Aufmerksamkeit durch ein Musikvideo. Nein, nicht das, wo sie nackt in einer Leichenhalle performen, sondern natürlich das mit den zwei Männern, die sich küssen. Kollega veröffentlicht sein erstes richtiges Soloalbum und disst in einem Interview die musikalische Entwicklung von Savage, ohne zu wissen, dass das Schlimmste noch kommen wird. Hey, wenn's dir nicht gefällt, mach null. Deutschrap ist nun im Mainstream angekommen und findet seinen Platz in den Fernsehwerbungen des Landes. Wer kennt nicht den legendären Maxi King Rap, der sogar eine eigene Genius-Seite besitzt? Auch Sido ist mittlerweile im Mainstream angekommen und hat ein Feature mit Mario Barth, während Bushido auf Oliver Pocher setzt. Beide führen zum Jahresende hin einen heißen Beef, der für viele aber eher nach Promo stinkt. Riecht sie das? Dieser Gestank. Dieser stinkende Gestank. Flair beschließt nach schwachen Verkaufszahlen, wieder den guten alten patriotischen Weg zu gehen. Währenddessen wird das wichtigste Lied zur deutsch-russischen Versöhnung herausgebracht. Schon dabei? Dabei. Kool Savas kündigt das Ende seines absoluten Erfolgslabels an und Peter Fox veröffentlicht sein Debütalbum, das 15 Mal Gold geht, sodass dieser 15 Jahre lang kein weiteres Album veröffentlichen muss. Yeah, 2002 stellt den Beginn einer neuen Zeitrechnung dar. Mit den ersten Veröffentlichungen von Agro Berlin und vor allem dem ersten CCN-Teil wird deutscher Straßenrap geboren. Der junge Produzent Bushido samplet hierfür satanistische Gothic-Platten und prägt damit den Sound von Deutschrap. Schon länger träumt er davon, nicht mehr in Talkshows gehen zu müssen, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber ist das nicht arm, damit du Sex hast, zu bezahlen? Ich meine, danach ist man dann etwas ärmer so an Geld, aber... ja. Zwar dominiert die alte Garde noch das Bild der Szene, mit Kool Savas kann jedoch erstmals ein Berliner Rapper Erfolge einfahren. Sein Debütalbum wird sich als Klassiker erweisen, noch sind seine Fans allerdings enttäuscht von seiner deutlich zurückgegangenen Härte. Flaschen 2013 ist das Jahr der Identitätskrise. MC Fitti stimmt die Charts, Genetik wechseln vom Clown zum Alien-Image, ein Schwamm übernimmt die Deutschrap-Szene und Bushido beschließt, von nun an wieder hart zu sein. Dieser signed einen Deutschgriechen aus Baden-Württemberg, der die Szene noch aufmischen wird. Yo, Shindy, ja, was kann ich dazu sagen, Alter? Arbeitsmoral nicht vorhanden, arrogante Fresse und Shindy ist allgemein eine wundervolle Naturschönheit. Wenn ihr Jungs seid, dann könnt ihr euch den nicht anhören. Shindy rappt wieder Quatsch, Alter. Wenn ich den Track höre, dann will ich immer danach jemanden auf die Fresse hauen. Deutscher Rap wird immer vielfältiger und ist auch kommerziell immer weiter im Aufwind. Auch wenn manche Rapper eher unpopulär bleiben. Die kommen alle zu mir und sagen, bitte, 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 Banyu, wir haben... Du hast es geschafft, hey, gut, die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst wegkaufen davon und krepiert. 2005 ist ein ereignisreiches Jahr für Deutschrap. Mit Selfmade Records entsteht die wichtigste Brutstätte von zunächst talentierten, dann erfolgreichen und dann schlussendlich psychisch labilen Künstlern. Bushido findet in diesem Jahr mit Zart einen Ersatz für Flair, landet später im Knast und rappt dann über die Zeit. Das ist so wie wenn man schlecht träumt und plötzlich aufwacht. Und man hat das ganze Bett voll gepisst, Alter. Flairs Karriere wird mit ordentlich Patriotismus an den Start gebracht. Allerdings kommt er mit seinem Hit nicht ganz vorbei an Fettes Brot und die Firma. Währenddessen macht Savage kurz mal Alt-F4 mit der Karriere von Echo Fresh und hat sogar 50 Cent auf seiner Seite. Destroy the German dream, you heard? Echo schreibt ein ganzes Tape als Antwort, welches sein Label aber aufgrund der vielen und harten Disses nicht veröffentlichen will. Autsch. Derweil macht Savage ein Kollabo-Album mit Azad, auf dem er Kinderchöre im Deutschrap etabliert.
Warum machst du das? Warum? Warum machst du unnötig? Warum? Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Wir bleiben wach. Deutschrap kommt nach lahmen Jahren wieder in Fahrt und hat mit Crow einen neuen Star am Himmel, auch wenn Chelo und Abdi die eigentlichen Stars unserer Herzen sind. Parallel dazu. Battleboy Basti hat mit 2012 das letzte erfolgreiche Jahr seiner Karriere, bevor sie überhaupt anfängt. Währenddessen landet Haftbefehl einen großen Hit, der zumindest ironisch gepumpt wird. Jobus wissen, wer der Babu ist. Goldräuber Hata veröffentlicht aus dem Knast heraus sein neues Album. Währenddessen nehmen Selfmade Genetik und die 257ers unter Vertrag. YouTuber Julians Blog veröffentlicht zum Jahrestag des 11. September passend dazu eine Tragödie und startet mit Hilfe seines neu gewonnenen Kumpels San Diego seine Musikkarriere. K1 und Shindy veröffentlichen nach ihrem Weggang von Bushido einen EM-Song, nach welchem Bushido zum ersten Mal froh darüber ist, dass sie weg sind. Was geht, Deutschland, zeigt ihr mit uns down? Grenze, die mein Haupttiere hüllen. Ich habe Raubtiere als Haustiere. 2014 fühlt sich nach heutigen Maßstäben surreal an. Saad besitzt eine Karriere, Algier besitzt eine Karriere. Was, Bruder? Das ist Elmus. Der ist übrigens auch auf meinem Album drauf. Und Mustache braucht einen Oren, Bruder. Und sogar Tuni besitzt sowas ähnliches wie eine Karriere. Dieser führt einen erbitterten Kampf gegen die Hater von Rap Update. Währenddessen steigt Kollega nicht nur zum erfolgreichsten Rapper, sondern auch erfolgreichsten YouTuber Deutschlands auf und erklärt sich zum King, was Savage Abi gar nicht passt. Zudem wird Haftbefehl endlich respektiert, Shindy vergisst bei seinem Album das Quellenverzeichnis und Bushido veröffentlicht ein absolut familienfreundliches Album. Du kleiner, deine Schulnoten, meine Schuhsohlen, leck meine jetzt vom Fußboden. Dank dem Titel der deutschen Nationalmannschaft bekommen wir zudem den besten WM-Song aller Zeiten. Ich war der Täter, doch heute bin ich ein Star, so wie Neymar. 2018 ist ein wehmütiges Jahr, denn wir müssen uns nicht nur von Lennox verabschieden. Ebenso bringen Kollega und Bushido ihr letztes gutes Album heraus, bevor ihr Ruf nächstes Jahr einen deutlichen Schaden nehmen wird. Bushido steht nach seiner Arafat-Trennung aber noch als der Gute da, obwohl seine Antwort auf JBG3 wieder abgeblasen wurde. Nachdem sein Label gesäubert wurde, hat er neben Samra nun auch Capital Bra unter Vertrag und damit die heißesten Acts der Szene. Auch für die ist es das letzte Jahr, bevor die musikalische Qualität ins Bodenlose stürzen wird. Bei anderen Künstlern erleben wir den Tiefpunkt hingegen schon jetzt. Summer Jam hat unerwartet seinen kommerziellen Durchbruch, während andere die genau umgekehrte Entwicklung erleben. Insgesamt leidet das Image von Deutschrap trotz wachsender Popularität durch Ereignisse wie den Echo-Skandal, das Schwan-Malheur von Jizzes oder das Falco-Tributalbum. Yeah, auf jeden Blitz folgt ein Donner. Der Himmel brennt, es ist Sodom und Gomorra. In der ersten Jahreshälfte liefern sich Kollega und sein Ex-Freund San Diego einen Beef. Warum reimt sich Kollega auf Reimfehler? Der jedoch nach großen Reden wieder abebbt und für einen neuen Beef Platz macht. Flair, der sich zwischenzeitlich wieder mit Bushido verträgt, rettet sich noch zur richtigen Seite, ehe das kürzlich neu formierte EGJ zum Jahresende zerrissen wird wie ein Blatt Papier. Das Label musste in diesem Jahr schon mehrere Fiaskos ertragen. Das nicht stattgefundene Wohnzimmerkonzert, die abgesagte Tour und MO030. Abgesehen davon beschert uns Deutschrap in diesem Jahr aber so viele Hits wie noch nie. Schade ist so high und sieht Liebe über. Wenn mich bringt. Schön wir knöchel tief im Wasser in den Jimmy und Woody. Dein Musielago an dir vorbei im Lambo Diablo GT. Und wir singen im Atomschutzbunker. 2015 war ein einziges Fest für Deutschrap-Fans, an das sich jeder, der dabei war, sehnlichst zurückerinnert. Die 187-Hochphase beginnt, während gleichzeitig auf Twitter die Moneyboy-Hochphase stattfindet. Flair ist einfach der dickste und rundeste Rapper, egal wie viel er trainiert, er sieht immer aus wie eine Kugel. Und zweckigster Rapper ist der nationalkonservative Kontra K. Die behinderten Hurenkinderstudenten sitzen bei dem Wetter in der Vinothek und lesen Books so behindert, ich bring euch um. Was ist der Unterschied zwischen... Der Beef von Farid und Flair gelang 2015 an seinen Höhepunkt, wo Farid die physikalische Grenze an Mütterbeleidigungen überschreitet. Das lässt Flair nicht auf sich sitzen und
hackt sich in den Albumplayer von Farid. Jetzt steht er vor dem nichts viel aus, wenn er Konzerte gibt. Yo, Farid, du kleiner Bastard. Du kleiner Streuselkuchen. Du bist vielleicht in meiner Stadt, aber ich bin in deinem Player. Später beginnt an einer ganz anderen Front ein weiterer Krieg, der allerdings eher einseitig geführt wird. Und ich schwöre dir bei Allah, jetzt steht mir Bushido an dem Tisch auf und sagt, Pommdöner, welcher Mensch sagt das? Dönerbox, Dönerbox. Zwar wird in diesem Jahr Astronaut von Sido veröffentlicht, das wird aber durch die enorm hohe Anzahl an guten Alben in diesem Jahr wieder wettgemacht. Aus heutiger Sicht unvorstellbar.